Grüezi miteinander, das ist der Rasenreporter von Würrelos. Für einmal sind wir in die Region gegangen, wir sind hier in Baden. Und zwar hat das einen Grund, wir bringen vom 10-Jahr-Jubiläum der Stiftung Forever Kids Kenia. Das ist eine Stiftung, die sehr viel Geld einsetzt für ein neues Schulhaus für Kinder in Afrika, in Mombasa, wo es nicht gut geht. Und diese Stiftung ist sehr regional verankert hier in Baden. Und die gehen wir besuchen, es sind ganz gute Leute. Und da wir das Fernsehen mit Herz sind, gehen wir das natürlich unterstützen und zeigen ihnen, was da alles abgeht. Bei mir sind es die drei Kaufmannfrauen, die das Ganze gegründet haben. Nadja, Pia und Kate. Nadja, du bist eine Präsidentin zusammen mit deinem Mann, den wir gerade im Hintergrund gesehen. Wie ist das Ganze überhaupt gestanden, diese Aktion, die Mission oder die Spendegründung hier? Also mein Mann und ich haben zusammen eine Schule gegründet in Mombasa, in den Slums. Wir waren beide Volunteers vorher und haben schon in diesen Verhältnissen gearbeitet. Und wir haben einfach gesehen, dass die Schulen alle überfüllt sind und haben das Gefühl gehabt, wir müssen etwas machen. Wir haben dann unsere eigene Schule gegründet und haben das eigentlich zuerst alleine auf die Beine stellen und ja, haben schnell gemerkt, das geht nicht auf finanziell. Also das Schulgeld ist nie gezahlt worden. Die Eltern haben nicht die richtige Einstellung gehabt mit der Ausbildung. Und wir haben einfach Hilfe gebraucht und haben dann nachher schnell mal den Verein gegründet, weil wir gesagt haben, wir müssen ja, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen auch finanzielle Spenden. Und so sind dann meine Schwestern und Freundinnen dazugekommen und wir haben dann den Verein gegründet. Ja. Und wie ist das abgelaufen? Ihr seid ja, glaube ich, alle in der Schweiz geboren, oder? Ja. Macht ihr das jetzt alles von der Schweiz aus? Ist das nicht sehr schwierig? Oder wie geht das? Wie läuft das ab? Das geht eigentlich gut. Also mein Mann und ich reisen jährlich nach Kenia. Die anderen Vereinsmitglieder waren auch schon mehrmals vor Ort gewesen. Man kann ja auch schön nachher noch Ferien machen, oder? Plus, mein Mann und ich haben eigentlich fast 4 Jahre in Kenia gelebt und haben das wirklich eng begleitet, vor allem am Anfang, wo es schwierig war. Aber heutzutage kann man auch mit Meetings, mit Teams, Online-Banking, das geht sehr gut von da. Und Pia, du bist ja auch da dabei. Wie bist du dazu gekommen? Eben über die Schwester natürlich. Wie ist denn dein Bezug noch zu Kenia? Hast du noch einen direkten Bezug oder ein bisschen weniger? Doch, ich bin jetzt zwischenzeitlich, ich glaube, 4 oder 5 Mal auch schon vor Ort gewesen, jedes Mal die Schule besuchen. Ich habe ein Volunteering-Programm aufgebaut, dass man wirklich auch aus der Schweiz oder Deutschland oder einfach weltweit auch können, Leute, die gerne möchten, vor Ort helfen, das Angebot bieten. Ja, und eben wir als Familie und Freunde haben das von Anfang an super gefunden und wollten ein Teil von dem sein. Und so sind wir gewachsen auch. Heute haben wir das 10-jährige Jubiläum. Wunderbar. Kate habe ich auch kennengelernt beim Jassen. Was ich festgestellt habe, ihr seid ja sehr gut vernetzt, auch da, was alles gekommen ist. Was läuft jetzt Abend ab und wie kommen die Künstler überhaupt? Also den Tag durch haben wir eben, wie man hier sieht, so ein Programm für Kinder mehr. Und am Abend haben wir gedacht, dass wir ein anderes Publikum ansprechen, also auch eher ältere Leute. Es kommen Comedians, die wir angefragt haben, dann kommt noch eine Band, wo so ein Richtung Rock geht. Und dann haben wir noch 2 lokale DJs, die dann am Schluss noch so ein für Partystimmung sorgen. Und die kommen alle, glaube ich, kostenlos. Die können das, glaube ich, alle spenden, oder? Ja, genau. Das ist halt bei uns
Hauptthema, dass wir wirklich auch so wenig Ausgaben wie möglich haben, damit das Geld wirklich auch dort ankommt, was gebraucht wird. Das zeigt eigentlich eure gute Vernetzung, die ihr hier habt, auch in der Schweiz. Wir sind hier völlig zu Hause, aber natürlich gleich noch zu Hause mit Afrika, auch mit Kenia. Was ist denn jetzt genau das Ziel von dem Anlass von dem 10-Jährigen? Was wollen ihr damit erreichen? Ich habe es gehört von einer Schule. Genau. Wir sind momentan in einem Mietverhältnis in Mombasa. Und dort ist einfach die Zukunft unsicher. Die Miete wird ständig erhöht. Das Mietverhältnis kann aufgelöst werden. Das heisst, unser Ziel ist jetzt, dass wir ein Eignungsschulhaus bauen. Das Grundstück haben wir schon können erwerben. Und jetzt sind wir eigentlich fleissig am Spenden sammeln, damit wir genug Mittel zusammen haben, um ein Schulhaus zu bauen. Und wenn wir etwas bauen, dann machen wir etwas rechts. Weil wir haben jetzt 300 Kinder in der Schule. Die Warteliste ist lang, also es möchten noch mehr kommen, aber wir haben keinen Platz mehr. Und ja, jetzt wollen wir eigentlich etwas Richtiges aufbauen. Ja. Und das ist so ein bisschen das Ziel von heute, aber natürlich auch die weitere Zukunft. Es gibt ja viele Spendenmöglichkeiten. Ich würde immer gerne spenden, wenn ich jetzt 100 Stutz zahle in eure Organisation, kommen dann die 100 Stutz auch dort her? Oder wie läuft es ab hier? Auf jeden Fall. Also da können wir wirklich garantieren dafür. Unser Slogan ist wirklich auch, dass 100% vor Ort landet. Wir brauchen das einerseits für die Miete, wie Nadja schon erwähnt hat, für die Lehrerlöhne, für Essen, für Ausflüge, für Stipendien. Wir haben auch abgesehen von unserer Primarschule jetzt auch ein Stipendienprogramm für Sekundarschüler und für Uni-Studenten. Und das kostet leider alles. Und ja, 100% landet vor Ort. Wir leisten auch einen finanziellen Beitrag nebst unserer Freizeit, die wir aufopfern. Und zahlen jede Briefmarke selber. Super. Ich habe glaube sogar ein Label dafür, oder? Habe ich irgendetwas gesehen? Stimmt das? Ja, das ist so. Also es ist uns wichtig, dass die Leute das sehen. Wir möchten uns abheben von den anderen Vereinen. Alle administrativen Kosten teilen wir untereinander selber aufteilen. Jetzt gibt es noch andere Hilfsorganisationen. Der Bund tut ja auch in der Schweiz und viel ins Ausland zahlen, für Afrika und so, in anderen Staaten. Kennt oder wisst ihr denn das? Kommt dann dort von der Schweiz auch etwas in diese Organisation oder geht es einfach in den Staat rein? Also das Geld, das vom Bund... Ja, kommt etwas dort? Weisst du etwas? Zu unserem Verein? Ja, zum Beispiel. Nein. Schon Anträge gestellt, aber wir haben eher Unterstützung von lokalen Institutionen und Organisationen, wie zum Beispiel das SOS Kinderdorf in Mombasa, wo wir eine Kollaboration haben, verschiedene Ärzte vor Ort, wo auch Check-ups machen können, die können impfen. Die Schweiz ist eher auf Schweizer Hilfe fokussiert. Und wie ist denn vom Staat von Kenia aus? Ich meine, das sind ja Schüler von dort unten. Zahlen denn die nichts dort her? Das ist ja eigentlich irre. Oder könnt ihr nicht zahlen? Es ist eben so, dass wir keine staatliche Schule sind und darum kommen wir null Unterstützung über. Es ist eine private Schule, auch wenn sie in den Slums innen ist. Es ist alles privat finanziert. Im Gegenteil, anstelle dass wir eine Unterstützung vom Staat erhalten würden, müssen wir sogar noch etwas im Staat abgeben, dass wir überhaupt dürfen, als Schule funktionieren. Verrückt, hast du eine Lizenz, die wir jährlich zahlen müssen, ja. Ja. Gut, und jetzt machen ihr die Aktion, jetzt sammeln ihr Geld, dann sind ihr auch live vor Ort tun, oder haben die Leute tun, die euch helfen, also Handwerker, oder hat es dort auch noch sonst Leute, die euch helfen? Wie sieht das aus, wisst ihr das? Momentan ist es so, dass wir die lokalen Handwerker anstellen. Ja, man weiss ja auch, dass die Arbeitslosenquote in Kenia hoch ist. Und so können wir doch auch ein bisschen vor Ort auch noch mal etwas leisten, ja, ein bisschen Arbeit geben, oder? Also, wir werden sicher regelmäßig vor Ort schauen und das eng begleiten. Und wenn wir jemanden haben, der uns von der Schweiz aus ein bisschen unterstützen kann, werklich, dann kann man immer darüber reden. Da haben wir natürlich auch Freude. Apropos unterstützen, ihr habt hier sicher eine Homepage, die ihr dann sagen könnt, wo wir dann einblenden. Wie ist Ihre Adresse? Das ist www.foreverkidskenia.com. Super. Und jetzt würde ich sagen, führen wir uns vielleicht mal durch den Stand durchführen, können wir schauen, was da alles geboten wird und mit den Leuten auch noch reden. Gehen wir noch ein bisschen weiter, zeigt uns doch mal, was da alles heute geboten wird. Zum Beispiel hier haben wir einen schönen Stand. Was ist denn da? Hier und wir ein Büchse werfen für Kinder, wo es noch ein bisschen Preise gibt, wenn man etwas trifft. Und hier ist Vanacha, auch Mitglied von unserem Verein. Gehen wir noch mal zu ihr her. Genau.
Hallo Vanaccia. Hallo. Wie kennt ihr euch denn da? Wie sind ihr verbunden miteinander? Also wir kennen uns durch unsere Eltern. Unsere Väter haben miteinander gearbeitet. Also ihr Papi war der Chef von meinem Papi. Mhm. Und sie sind über 15 Jahre lang miteinander für BBC und nachher ABB auf Montage. Und so ist das familiär gewesen. Und darum haben wir uns dann auch als Kind schon kennengelernt. Ja. Und Multikulti hast du gehört, aber du bist nicht von Kenia, oder? Nein, ich bin halb Thai und halb Schweizerin. Ah, sehr schön. Und du tust dich also da freiwillig auch engagieren für die Kinder von Kenia. Und du hast, glaube ich, noch etwas anderes gemacht. Du hast auch eine Kollegin, die nach unten Musik spielen. Wer ist denn ja. Das noch? Ja, genau. Die Lara Stürmer kommt nachher mit ihrer Band Chord und tut für uns freiwillig auftreten und auch unentgeltlich. Da freuen wir uns schon sehr auf den Auftritt von ihr. Super. Und sammelt ihr natürlich, wenn man da mitmachen tut, kann man da, glaube ich, ein Batzen oder ein Nötchen reingehen. Da haben wir auf allen Tisch, oder? Dass ja, wir haben das ganze Kinderprogramm heute ist gratis. Wir haben natürlich auch geschaut, dass wir da möglichst gratis auch können, besorgen können. Ja, es dürfen alle das nutzen. Wir freuen uns, sie sollen Spass haben. Und wir freuen uns aber auch, wenn etwas ins Kässchen gerührt wird, damit wir unserem Ziel eigentlich näher kommen. Super. Dann danke ich euch vielmals und dir natürlich möglichst viel Büchse am Boden und viel Batzen im Kessel. Ja, rein, oder? Und ganz einen schönen Tag, erfolgreichen Tag. Danke. Übrigens, daneben sonst noch deinen Bruder, gell? Ja, genau, den Pascal, ja, den haben wir auch gerade angestellt. Ja, sehr gut. Danke, merci. Nadja, jetzt, wenn da viel Geld zusammenkommt, hoffen natürlich, dann wollen die Schule ausbauen. Aber für mich ist immer die Frage, wenn die Schule ausgebaut wird, wie haben die dann den Bezug dazu? Haben die irgendeinen, der das leiten tut, das führen tut? Wie sieht das aus? Genau, wir haben eine Vertrauensperson vor Ort. Das ist der Joseph. Er lebt in Kenia und ist ein sehr guter Freund von meinem Mann, schon seit Schulheitstagen. Ich kenne ihn auch schon seit 12 Jahren und Vereinsmitglieder ebenso. Also wir haben hier ein sehr freundschaftliches Verhältnis und eine Vertrauensbasis ist auf jeden Fall da. Also wir sind sehr froh, ist er da und das ist uns wichtig, dass wir jemanden haben, ja, wo wir einfach ein gutes Gefühl haben. Joseph, dann möchte ich dich gerade fragen, in Kenia, wie ist die Situation von der Schule dort unten? Wieso braucht es die Privatschule? Basically right now in Kenya we are having a... Ja, also er hat jetzt gerade gesagt, in Kenia ist ein Umbruch vom Schulsystem. Das möchten sie jetzt anpassen. Es gibt neue Anforderungen. Viele Schulen können das gerade nicht erfüllen und müssen temporär schliessen. Das heisst, man hat vorher schon überfüllte Schulen gehabt, überfüllte Klassenzimmer. Jetzt mit der Umstrukturierung noch mehr. Und wir möchten ein bisschen dagegen steuern. Also ja, wir haben jetzt die Schule aufgemacht, weil alles überfüllt ist. Es sind zu wenig Schulen da. Und uns geht es eigentlich auch ein bisschen darum, Familien zu unterstützen, die ja, bedürftig sind im Slum. Und das sind eigentlich unsere Hauptfamilien, Hauptkinder, die zu uns kommen. Aber the most expensive schools. Die Schule ist ja nicht direkt in Mombasa, die ist in einem Ort. Wie heisst der Ort und was hat es für einen Zusammenhang? Der Ort oder das Dorf heisst Shauriyako. Das ist Kiswahili, die lokale Sprache. Und auf Deutsch heisst das «dein eigenes Problem». Also das ist so ein das Motto von diesem Dorf. Und man hat das effektiv nachher so offiziell benannt. Jeder ist für sich selber zuständig. Jeder hat seine eigenen Probleme und man kann nicht noch andere Probleme lösen, weil man ist mit sich selber beschäftigt. Josef, freust du dich auf die neue Schule? Yes, ja, er sagt, er freut sich sehr darauf, weil wir können nachher noch mehr Kinder und noch mehr Familien helfen, wie wir das jetzt schon machen. Wir haben eine Warteliste und wir können nachher wirklich denen einfach helfen, eine bessere Zukunft zu haben. Nicht nur die Kinder, sondern die Familien profitieren dann auch. Gut, also da sehen wir nochmal direkte Hilfe vor Ort mit Josef als Verbindungsmann, als Schuldirektor dann. Also die, die da mitmachen bei uns, respektive bei der Stiftung, das Geld kommt an den richtigen Ort und danke vielmals an dir, Nadja, dass du dich so einsetzt für eine gute Sache, Joseph natürlich auch. Und wir wünschen euch natürlich ganz viel Erfolg an diesem Tag heute und an diesem Abend. Danke vielmals, Jürg. Thank you.
Wir sind am Schluss von der heutigen Sendung Forever Kids Kenia. Und wir durften erleben, was hier die Kaufmann-Töchter alles zustande gebracht haben. Wie gut, dass sie Franken eingesetzt sind für die neue Schule in Mombasa. Ich hoffe, es hat ihnen auch Spass gemacht. Wir blenden ihnen natürlich noch einblenden, die Homepage, wo man auch Geld spenden kann. Und hoffen, es wird ein grosser Erfolg. Danke vielmals für Sie, die sich hier eingesetzt haben, für eine gute Sache. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.